Ich hätte das, was passiert, nicht für möglich gehalten. Und auch Teile meiner Partei, die einen mehr, die anderen weniger, lagen einfach mal wirklich sowas von daneben in der Einschätzung. Das gilt es auch an so einem Tag wie heute auszusprechen, dass das so ist. Und daraus müssen Schlussfolgerungen werden. Das ist, was heute der Bundeskanzler richtig gesagt hat, ist, dass wir eine historische Zäsur erlebt haben, wo es eine komplette Neuordnung Europas und der Welt offenbar geben kann. Aber sie darf nicht dazu führen, auch im Sinne meiner und unser aller Kinder, dass wir jetzt in einer Blockkonfrontation, die von Militär und Auseinandersetzung geprägt ist, aufwachsen müssen. Das ist unsere Verantwortung, die wir haben. Und deswegen ist das heute nicht der richtige Weg, der eingeschlagen wurde. Ich möchte nicht in einem Land und in einer Gesellschaft leben, in der militarisiert wird, indem man das übrigens auch heute, und so war die Stimmung heute im Plenum, wo man nicht mehr kritisch nachfragen kann, sondern wo man nur noch mitklatschen muss. Das kann nicht der richtige Weg sein, sondern darüber brauchen wir jetzt wirklich eine Debatte. Und die Linke ist klar, wir brauchen kein 100 Milliarden Euro Sondervermögen zur Aufrüstung. Das soll auch noch im Grundgesetz festgeschrieben werden. Das kann doch nicht allen Ernstes die Antwort sein auf den Krieg, den Putin begonnen hat. Wir gehen dort in eine Spirale rein, die ich schlicht ablehne, was ich nicht will. Und vor allem muss ja auch gesagt werden, wer bezahlt es denn? Was ist mit den Pflegekräften? Was ist mit dem Pflegebonus? All das ist überhaupt nicht beantwortet. Die Koalitionsfraktionen hatten doch bis vorgestern noch eine klare Haltung. Keine Waffenlieferungen in Krisengebiete. Und die Antwort kann auf jeden Fall nicht sein, ein Wettrüsten. Ich meine, das kennen wir doch. Ich bin im Kinderwagen auf den großen Demos damals gewesen gegen NATO-Doppelbeschluss, gegen diesen ganzen Aufrüstungswahnsinn. Das ist doch nicht falsch gewesen. Und jetzt gehen wir schon wieder diesen Weg. Das kann nicht richtig sein. Natürlich ist Diplomatie gefragt und völlig klar ist, und das sage ich auch für die Linke, dass wir auch Sanktionen jeder einzelne genau prüfen werden und das, was bis jetzt verabschiedet worden ist, gerade gegen die Oligarchen, dass wir das auch unterstützen. Das ist die richtige Antwort, um das auch ganz unmissverständlich zu sagen.